In den letzten 3 Jahren habe ich von mehreren Mitgliedern der Frankfurter Grünen das diskriminierendste und undemokratischste Verhalten innerhalb der gesamten Grünen Partei erlebt. Frisch ins Stadtparlament gewählt, schrieb ich meinen ersten Antrag zur Ächtung der beiden rassistischen Begriffe N-Wort und M-Wort. Mein Antrag geriet in die Koalitionsrunde, wo ihn die FDP sofort ablehnte. Es verging keine Sitzung ohne rassistische Äußerungen. Im Januar 2022 stand der Antrag zur Ächtung des N-Wort und des M-Wortes auf der Tagesordnung der Plenarsitzung. Ich erklärte, dass ich als schwarze Frau nicht wie die restliche Koalition für Zurückstellung votieren werde, sondern den Antrag annehmen wollte. Die Mehrheit der Grünen-Fraktion entschied, mich aus der Plenarsitzung auszuladen. Die grüne Stadtverordnetenvorsteherin Hilleme Aslana verlangte eine E-Mail von mir, in der ich mich bei ihr für das Plenum krank melden sollte. Danach durfte ich über ein Jahr nicht mehr für meine Fraktion sprechen. Im Sommer 2022 sollte das Parlament den Oberbürgermeister Feldmann abwählen. Ich brach vor der Abstimmung wegen eines medizinischen Notfalls auf der Toilette zusammen, wo ich von einer Fraktionskollegin gefunden und ins Krankenhaus gefahren wurde. Dort nahm er mich sofort stationär auf. Währenddessen verlangten einige Mitglieder der Koalition meinen Parteiausschluss. Der grüne Parteivorsitzende Omid Nuripur erklärte, dass es zur Priorität gemacht werden müsse, mich als Kandidatin für Frankfurt zu verhindern, mit allem, was nötig sei. In meinen wildesten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die Grüne Partei zu solchen Maßnahmen greifen würde, um meine demokratische Wahl zu verhindern. 3 Jahre später bin ich mir sehr sicher, dass mit dieser Koalition das nächste Hanau nicht zu verhindern ist. Die Grünen denken, das einfach aussitzen zu können. Taten haben Konsequenzen und das hier ist meine. Gegen diesen Rechtsruck werden wir jetzt gemeinsam kämpfen. Ja. Jawohl, aus der Opposition. Sehr verstärkt.